Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Sacrifice of the Wahl. Wir machen heute weiter hier bei Ledge, da waren wir das letzte Mal noch durchgerannt hier. Da gehen wir wieder zurück und gehen weiter. Das letzte Mal habe ich endlich die Rüstung, die Sockel richtig farbig gemacht und jetzt musste ich die nur noch richtig verknoten. Und dafür brauche ich sehr viele von den Sockel-Orbs. Von den Dingen. Wie heißen sie jetzt? Ja, von den Support-Dingen, also zusammen Knot-Orbs. Hier unten sind viele Gegner. Da gehe ich mal runter. Und einer hat ein Energy Shield, der da. Eine Aura des Energy Shields. Der Pain Shove. Bald wieder ein Level, sehr schön. Und dann bekommen wir auch ein bisschen mehr Damage. Weil jetzt der Knoten dran ist, wo Einhand Schaden macht. Über nervige Gegner. Hau ab. So, oh Gott. Von überall kommen Bogenschützen-Skelette. Und hier ist der Boss von dieser Ebene. Der einpötete Versager. Der Versagen. Der Versager. Einen Treasure Claw. Oh. Opus Cowering. Die kann man benutzen, um Games und so runterzustufen. Wenn man den Game früher benutzen will, also wenn man nicht genügendes Level hat und ihn früher benutzen will, muss man das drauf tun. Also verkaufen zusammen, dann wird der Game eine Stufe nach unten gesetzt pro Ding. Und ja, nicht gesteckt in den Verkaufs-Ding tun. Ins Verkaufsfenster. Sonst werden die gelöscht und der Game wird immer noch nur eins runtergestuft. So, jetzt. Hier könnte ich auch mal ein bisschen Magic Find Runs machen. Ein Wahl-Orb, sehr schön. Ja, die Wahl-Orbs sind so eine Art Glücksspiel. Da bekommt man bestimmte Bonis eben dann, wenn man ihn verwendet. Aber das Item wird korruptet, kann also nicht mehr verändert werden. Da muss man aufpassen, auf welche Seite man tut, wenn es tut. Es kann auch Negatives draufkommen. Und eben, das Item muss fertig sein.
Also man könnte nicht mehr die Sockelanzahl oder so verändern. Und der ist explodiert. Das ist auch einer von den neuen vom Hardcore-Mod von der Liga. Nemesis, glaube ich, hieß es. Nemesis-Mod. So. Jetzt noch abrissen und dann kommt schon wieder der Brutus. Das ist ein Sekhem. Ein dorniger Rapier. Was ist das eigentlich, dieser Effekt? Ist das Feuerschaden? Komisch aus, nicht richtig nach Feuer. Kann auch etwas anderes sein, oder Life Leech könnte es sein. Ich weiß es nicht. Lasst mich kämpfen, nicht einfrieren, bitte. Mit der Rüstung ist es dann Vergangenheit, mit der guten blauen Rissi. Oh Gott. So, Brutus, ich komme. Ich hoffe, du machst nicht zu viel Damage. Aber ich denke nicht. Ja, nicht reden, Petey. Hey, ich hab dich doch schon getötet. So, bist du wieder da? Dem Blut folgen ins Verderbnis. Aua. Oh, viel Leben hast du. Weg damit! Du stehst mir im Weg. Hast du nicht drauf? Hallo? Dann stirb doch. Genau, ein Hit noch. Gut. Also, aber gedroppt hast du nichts Schönes. Okay. Jetzt haben wir hier noch mehr Damage. Ah nein, jetzt kommt noch einer. Okay. Dann müssen wir hier runter. Oder gehen wir hier oben durch? Weil Dual Wielding habe ich ja jetzt im Wald. Das ist... Damage. Ich könnte eigentlich dann beide Wege nehmen. Ich werde jetzt zuerst mal ja, ich sollte schon relativ früh hier runterkommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, fünf, eins, zwei, drei, vier. Ja, rechts herum. Dann haben wir hier auch noch Schaden. Also, ich gehe oben durch. Den kleinen Melee Damage brauche ich nicht so unbedingt. Und Skelem dann noch auf Dolche, auf Klauen, auf zwei Klauen. Das Schild weg. So, das könnte ich eigentlich jetzt machen. Ich muss hier noch ein paar Schildsachen rausnehmen, die zwei. Und sonst nichts. Die drei. Sind drei. Also.
Die muss ich einfach so fressen. So. Die kommen raus. Jetzt werde ich hier... Ah, wir haben schon 10. Rausnehmen. Und dafür den Dolch mitnehmen. Weil die Defensive ist jetzt eigentlich schon recht gut. Wo ist die zweite Klaue? Habe ich die irgendwie gesehen? Ah, da. So. Die 3 tue ich jetzt wahrscheinlich hier runter. Ja, das bringt aber nicht viel. Hier rein. Und soll ich schon hier weiter? Ich gehe hier unten weiter. Moment kurz. Das sind auch 10%. Dann tue ich doch die hier rein. So. Ja. Gut, dann haben wir hier schon mal den Anfang des Weges. Jetzt gehe ich hier rüber zu Fitness. Und ich hoffe, wir sind nicht zu schwach jetzt von der Defensive her. Oh, 112% increased physical damage. Das ist doch gut für unseren Charakter mit den Stäben. Stab-Attack-Ding. Shadow. Okay, die Klaue ist nicht gut. Ich habe da noch... Ja, nichts, das ich gebrauchen kann. Was ich noch rein kann, tun kann, dann ist dieser Gürtel. Dann habe ich zwar 8%, 9% weniger Quantity, aber das macht nicht so viel aus. Und den Stab möchte ich noch gerne rein tun, irgendwo. Da. So, der. Ja, im Schild war ja kein Gem. Dann machen wir direkt mal weiter. Habe ich hier? Ja, ich habe ein Portal, genau, das Portal habe ich aktiviert. Mal schauen, wie jetzt schnell der Charakter ist. Ja, schon einiges schneller. Sehr schön und macht auch mehr Spaß. Und dann, wenn wir 2 Madfly-Dolche benutzen, dann machen wir extrem den und sind auch schnell. Vielleicht sogar schneller als die Dolche. Ich weiß es nicht genau, was haben die Dolche? 110, ja, wir sind. Natürlich sind wir schneller. Der Dolch hat ungefähr 140. Also 1,40. Attacks pro Sekunde. Oh Gott, dann habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Der hat 2 Leben. Und dann. Er schaffte nochmals die die Sachen ringsum, das ist eine harte. Also es geht sehr gut. Durch die Attack-Geschwindigkeit haben wir mehr Life Leech und Life Gain on Hit. Das ist doch mal toll.
Also es geht viel schneller. Wir können die Gegner viel schneller töten. Wie viel Damage machen wir jetzt? 934,9 pro Sekunde. So, dann bekommen wir gleich wieder einen ein neuer Punkt. Passive Point. Durch die Quest in der nächsten Ebene. Also hier haben wir eine Corrupted Area. Physical Damage Effekt. Ich muss schauen, dass ich das hinkriege, weil das ist schon hart. Aber es ist relativ leicht, wenn viele Gegner auf einmal da sind, kann ich sehr viel leashen. So. Regulars Dash Tab Bundle kostet 15 Euro, ich habe zu wenig. Das könnte ich noch eins kaufen, aber ich brauche das nicht. Nein, ich brauche es nicht. Ich habe noch genug Cars, wo Sachen laden können und so. Warte ich auf den nächsten Sale. Molten Shell. Ah, das ist der. Oh. Der greift direkt mit dem starken Angriff an. Chic, der Maker of Flutes. Das heißt Fluten oder was? Ein Circuit. Und den brauchen wir ja nicht. Ich will aber wieder ein Wahlgame. Gibt es jetzt wirklich nur noch Ding? Oder sind die selten geworden? Ich brauche auch Wargames und nicht solche Dinge. Die sind viel zu oft. Die sollten viel seltener droppen, diese Sacrifice. So, ah, hier geht's weiter. Und ein neuer Reef. Level. Was ist das für eine Aura? Increased Accuracy. Critical Strikes. Change? Ja, Change.
So, mehr Damage vom Reef. Sehr schön. Nun gut, wir müssen wahrscheinlich nach links gehen. Dann gehen wir mal nach links. Ah, hier geht's nach Home. Nochmal so eine Aura mit Berserker noch dazu. Oh Gott. So. Das wird wieder ein längerer Part. Ja, der wird schon fast zu lange. Dann mache ich dann vor dem Ding Schluss. Also mache hier Schluss. Noch ein bisschen gehe ich. Ein Power-Symphen. Habe ich auch schon tausendmal gefunden. Den nehme ich jetzt nicht mit. Das brauche ich wirklich nicht für diesen Charakter. So, jetzt sind wir in einem Gebiet und dann mache ich noch einen Part. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.